Eine Doppelstunde schwimmen. Ja, bei uns war es nicht immer Doppelstunde. Ich bin einmal auch fast gestorben beim Schwimmunterricht. Da hatten wir so... Frühstücksteam für den Kutschi. Ich habe tatsächlich gerade gefrühstückt, ja. So, und jetzt hol ich mir noch schnell ein Wasser, ne? Wichtig. Was haben wir denn hier? Lulu, Twitch. Na, lecker. Also, der Skin ist der neueste Trash-Skin. So, Leute, nur Wins jetzt, okay? Scheiße, Alter. Top-Level ist ja komplette Kloppung, wa? Wir haben Aureon, geil. Oh, der Skin sieht so cool aus von Aureon, ne? Und hat er eine schnelle Brille auf. Okay, absolute Kloppung hier. Sehr geil. Leute, ich war heute richtig erwachsen und habe beim Finanzamt angerufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und die waren richtig nett beim Finanzamt. Oh. Aureon ist so cool, ne? Aber diese Geschichte ist wahr. Doch, ich habe mich sogar mit der Sachbearbeiterin noch über YouTube unterhalten. Weil die meinte, sie hat keine Ahnung, wie das bei YouTube alles funktioniert mit den Steuern. Meinte ich so, ja, das ist ja halt nicht so gut, wenn sie meine Steuern machen. Dann musste sie lachen und meinte, dass sie aus der Landwirtschaft kommt. Und da habe ich ihr gesagt, dass es auch ganz viele tolle Landwirtschaftsvideos auf YouTube gibt. Hat sie gesagt, guckt sie sich mal an. Du gehst nicht zur Wand und flashst darüber. Du doofe Lulu. Sieht so geil aus. Als ob er so Rückenschwimmen macht, Alter. Junge, Rückenschwimmen erinnert mich an den Schwimmunterricht in der Schule, Alter. Da mussten wir immer so auf Zeit irgendwie so und so viele Bahnen schwimmen und ich war richtig schlecht im Kraulen. Und dann habe ich immer Rückenschwimmen gemacht, weil ich am schnellsten war damit. Und mein Lehrer hat mich immer ausgelacht. Aber ich habe trotzdem alle abgezogen im Rückenschwimmen. Aber war gut. Da war ich eine Legende drin, Leute. Komm, kill. Komm. Hätte ich vielleicht flashen sollen. Wer weiß. Wir haben Brustschwimmen erstmal eine Doppelstunde im Trockenen geübt. Richtig lost. Klassiker. Hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. So, du hast eine Schulstunde dauert so 45 Minuten. Das war immer so, du hast dich umgezogen, dann bist du ins Wasser rein, dann bist du losgegangen, war schon 20 Minuten der Stunde zu Ende, dann hast du 2, 3 Bahnen gezogen und dann war wieder, dann musstest du schon wieder raus. Dieser Klett nervt, wenn man Doppelstunde schwimmen. Ja, bei uns war es nicht immer Doppelstunde. Ich bin einmal auch fast gestorben beim Schwimmunterricht. Da hatten wir so eine Spielstunde, wo wir einfach nur rumgeplanscht haben mit irgendwelchen... konnten machen, was wir wollen. Und dann haben wir so eine Matte ins Wasser geworfen, wo man sich draufsetzen konnte quasi, die dann geschwommen ist. Da bin ich da runtergeflogen von, unter die Matte gekommen und kam nicht mehr hoch, Alter. Und irgendwie hat es auch keinen gejuckt. Alter, ich war noch nie so knapp vom Tod. Und ein Typ bei uns in der Schule hat mal, kennt ihr diese, ja, was ist das, was ist das? So, diese Schaumstoff-Bordteile, wo man sich so festhält, an dem man so schwimmen lernt quasi? Keine Ahnung, wie beschreibe ich das? Wisst ihr, was ich meine? Schwimmnudel, ja, nicht so eine Schwimmnudel, sondern eher so ein Board quasi, was du so vor dich herschiebst quasi. Schwimmbretter, ja genau, Schwimmbretter heißen die Teile, glaube ich. Und wir haben uns damals immer den Spaß gemacht, haben uns da mal raufgestellt quasi, so getan, als ob das Surfboarde wären. Bist natürlich immer direkt runtergeflogen, aber bist halt vom Beckenrand draufgesprungen und dann so zack. Nein, einer weiß, was ich meine. Und ein Kumpel hat das zu nah an den Beckenrand gemacht, ist draufgesprungen, mit dem Hinterkopf volle Kanne auf den Beckenrand geflogen. Ach Mann, ey, scheiß Twitch. In der Klasse hat einer wenig zu viel Wasser geschluckt und hat sich dann einfach ins Becken gereiert. Geil. Macher. Hört sich eher schmerzhaft, das ist ja. Ja, hat wahrscheinlich auch gut wehgetan, aber ist nichts passiert tatsächlich. Boah, der Twitch eigentlich 6 Kills. Ist doch voll nervig. Deswegen leben Frauen durchschnittlich länger als Männer. Das stimmt. Thank you. Boah, komm ich nicht rüber, ne? Doch. Dreifach-Tötung. Allein Schwimmbad bei der Schule. Ja, es war bei uns tatsächlich relativ nah an der Schule, aber in der Grundschule sind wir zum Beispiel auch extra 3 Dörfer weitergefahren erstmal mit so einem Bus. Wir haben in der 3. Klasse in den Eingang der Grundschule erbrochen. Dann kam mein Lehrer mit einem Eimer und Papiertücher und meinte, wenn ich das weggewischt habe, dürfte ich nach Hause gehen. Geil.
Junge, ich habe in der Grundschule mal so Ahoi-Brause, ne? Und irgendwer hatte Geburtstag und hat ja so halt, oh, dann wurden halt immer Süßigkeiten mitgebracht. Und irgendeiner hatte so eine, hat mir irgendwie so 8 Päckchen Ahoi-Brause. Und ich weiß nicht, da war noch so 3., 4. Klasse. Und dann meinte ich halt, dachte ich halt, es wäre eine gute Idee, so Mutprobe alle Ahoi-Brause-Packungen gleichzeitig in meinen Mund zu packen. In der Geschichte war, dass das die Scheiße mir aus der Nase rausgespritzt ist, wie nichts Gutes, ich auch kotzen musste. Naja, die Schulzeit, nur, das war noch Zeit, du. Und diese Hooks sind aber auch einfach super lecker, Leute. Das ist ein richtiger Schmackofatz, den wir hier abliefern. Oh, jetzt habe ich den leider aus seinem hier rausgezogen, ne? Aber ein bisschen unglücklich. Damals warst du noch jung, ist halt echt so. Ich werde nächste Woche 29, Leute. Mein letztes gutes Jahr. 29. Und als ich mit Stream angefangen habe, war ich 22. Scheiße. 30er sind die 29er. Da echt so, wenn ich mal überlege, wer von meinen ganzen Freunden 30 ist, die wirken nicht wie 30-Jährige. Müssen wir überlegen, wenn jemand zu meinem ersten Stream Sex hatte und dann ein Kind bekommen hat, dann ist das Kind jetzt einfach 7,5 Jahre alt. Ich zähle es an Brücki. Nee, Brücki wirkt wie ein wirklich angemessener 32-jähriger Mann. Wie er sich einfach umdreht. Ist illegal, dass Maxim mehr älter als Brücki ist? Was? Nee, Maxim wirkt schon erwachsen, finde ich. Weil ich mir so andere Leute in meinem Umkreis angucke. Naja, Rien finde ich mega cool. Meine Meinung zu Vice Support? Bestimmt ein Bagger. Nee, ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht so gut. Dann gibt es wohl einen kleinen Kutscher. Also, nie. Kinder sind einfach richtig wasted, Leute. Die machen dich einfach nur arm und du hast Verantwortung für die. Und sind einfach ultra nervig. Pff, keine Ahnung. So, wenn du einfach so diese ersten 5 Jahre skippen könntest, vielleicht. Ein Mensch ist so ein Neugeborenes, Alter. Kriegst du einen Anfall? Krieg übel Kopfschmerzen, wenn Kinder schreien, Alter. Ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass Großteil der Leute, die Kinder bekommen, besser dran wären, wenn sie keine Kinder bekommen würden. Also glücklicher wären. Aber es einfach nur machen, weil sie denken, sie müssen. Kinderführerschein wäre auch useful. Das auf jeden Fall, ja. Wird's Carnival-Content geben? Vielleicht in meiner Insta-Story. Mal gucken. Ich hätte auch mal Bock, Aurelion zu spielen in der Midlane. Das ist schon sehr geil, muss ich sagen. Und sich werde ich. Ich dachte, ja, ist nicht so schlimm genervt. Ich dachte, ist halt sauteuer, aber. Ich bin schon ein bisschen am Stylen hier mit den Hooks. So langsam, wenn ich mein Kind wirklich aus den Fallen lasse oder so. Boah, Junge, da hätte ich auch richtig Angst vor. Ich hasse es auch, wenn Leute so wollen, dass du das Baby von denen hältst. So, no. Will ich nicht. Das Schlimmste wäre, wenn du Kinder hast. Stell dir vor, du kriegst Kinder und das Kind ist einfach dumm wie Scheiße. Was machst du denn dann? Das wäre ich am allerschlimmsten, glaube ich. Richtiges Hasskind. Junge, das sieht so geil aus. Einfach so ein Kind, was so unter Posts von über vegetarischer Ernährung oder so postet, jetzt erstmal ein Schnitzel. Was machst du denn dann? Einfach die, also Kacke zur Adoption freigeben. Wahrscheinlich. Jetzt richtig Dummes ab in den Wald damit. Die Menschen setzt dein Kind einfach im Wald aus. Aber es ist actually crazy so. Mein Freundeskreis sind ja auch viele so. Eigentlich in einem Alter, wo man schon Kinder hat so, aber ich habe also wirklich wenig Freunde, die Kinder haben. Oder die überhaupt da aktiv drüber nachdenken. Da hat irgendwie keiner Bock drauf.